Hi, willkommen beim Move and Set. Mein Name ist Thorsten und heute geht es um meinen Artillerie Genius. Dieser hatte nämlich vor einigen Wochen Geburtstag sozusagen und hat sein erstes Jahr bei mir hinter sich. Und dieses möchte ich gerne mal in ein Review für euch als Langzeiterfahrung packen. Mein Genius gekauft habe ich ihn etwa im Mai 2020 und anfangs habe ich damit hauptsächlich diese provisorischen Schilde während des Corona-Lockdowns gedruckt. Seitdem habe ich viele, viele Kilogramm an Material durch diesen Drucker durchgejagt. Hauptsächlich verdruckt habe ich auf diesem Drucker PLA und PETG, aber auch einiges an ASA, TPU und ABS. In diesem Langzeitreview werde ich über meine persönlichen, aber auch mir zugetragenen Erfahrungen berichten, positive wie auch negative. Ich werde in diesem Video nicht auf die technischen Details dieses Druckers im Detail eingehen, denn hier soll es wirklich nur um die Langzeiterfahrung und die Haltbarkeit dieses Druckers gehen. Also nicht um, was kann er und welche technischen Daten hat er, sondern wirklich, wie hat er sich das letzte Jahr geschlagen und was ist alles kaputt gegangen. Sprechen wir zuerst einmal über meine negativen Erfahrungen bzw. Erfahrungen, die ich von anderen mitgeteilt bekommen habe. Bereits nach 2 Monaten im Betrieb entstand ein Kabelbruch am Bettthermistor, also am Sensor, der die Temperatur des Druckbettes überwacht und hat nur noch vorne auf dem Display minus 15 Grad angezeigt. Ich kontaktierte hierzu dann den Support und bekam bereits nach 2 Wochen eine komplett neue Heizmatte geliefert. Großes Lob hier von meiner Seite, kaputt gehen kann immer was. Die Frage ist nur, wie wird damit umgegangen? Und umgegangen wurde damit wirklich super freundlich, sehr gut. Und die schnelle Bearbeitung gerade von China nach Deutschland, der Transport war wirklich top. Da gibt es nichts zu meckern. Ich wollte trotzdem nicht auf die Ersatzteillieferung warten und reparierte den Kabelbruch kurzerhand selbst. Druckte diese provisorische Schleppkette hier aus und genauso läuft es auch heute noch. Die Ersatzmatte liegt nach wie vor bei mir im Schrank und ist immer noch nicht aufgebaut. Hoffentlich liegt sie dort auch noch lange. Nächster negativer Punkt auf der Liste. Ja, das Glasbett. Wie bei allen anderen Herstellern üblich, hat auch dieses Glasbett in der Mitte eine leichte Vertiefung. Kleinere Bauteile, welche also nur in der Vertiefung Halt finden, leiden gegebenenfalls unter einer mangelnden Betthaftung. Das ist ein Problem. Und wenn wir schon bei Haftungsproblemen sind, nach etwa 8 Monaten wirklich ausgiebigen Drucken ließ bei mir die Betthaftung des Glasbettes langsam, aber sicher nach. Anfangs konnte ich diese Druckbetthaftung immer wieder herstellen durch ein bestimmtes Reinigungsverfahren. Ich habe dazu mal ein kleines Video gemacht. Aber irgendwann war auch das nicht mehr genug und die Druckbetthaftung riss komplett ab. Seither drucke ich nahezu nur noch auf eine FR4-Platte. Ich habe mal zum Thema Druckbetten auch ein eigenes Video gemacht. Blend es mal oben ein. Wer will, kann mal reinschauen. Ich drucke, wie gesagt, nahezu nur auf FR4. Ein anderes Thema, ich hatte damit keine Probleme. Viele Nutzer klagen über die Flachbandkabel hier und hier. Hier entstehen wohl offensichtlich gerne Kabelbrüche. Ich blieb jedoch bisher davon verschont. Vielleicht auch deshalb, weil ich direkt, als ich den Drucker bekommen habe, hier diese Zugentlastungen ausgedruckt habe und bisher noch nicht ein einziger Druck gelaufen ist ohne diese Zugentlastung. Auch der Idlerarm hier oben scheint eine Schwachstelle zu sein, aber auch hier blieb ich bisher persönlich davon verschont. Vermutlich deshalb, weil ich ihn einfach nur minimal nutze. Ich nutze tatsächlich über das Display die Funktion zum Laden und Entladen des Filamentes und
benötige den Idler eigentlich nur, ja, zum leichten Einlegen und lasse dann den Rest über den Extruder reinziehen. Kommen wir nun zu den positiven Elementen oder zu den positiven Erfahrungen mit diesem Drucker. Der Drucker ist unglaublich leise. Nicht ein einziger Drucker, den ich hier hinten stehen habe, kommt auch nur ansatzweise in dessen Nähe. Die Wiederholgenauigkeit, vor allem seit ich den Drucker auf BL Touch umgestellt habe, ist wirklich absolut hervorragend. Der Drucker ist aus meiner Sicht absolut Anfänger geeignet, leicht zu bedienen und zumindest bei mir ein wirklich zuverlässiger Drucker. Die Druckqualität ist auch nach weit über 1000 Druckstunden immer noch absolut klasse und ich möchte diesen Drucker nicht mehr missen. Ich habe mich wirklich super daran gewöhnt und ich finde, es ist ein toller Drucker, auch wenn er ein paar Schwachstellen hat. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist aus meiner Sicht wirklich gut, weshalb ich diesen Drucker wirklich jederzeit auch nochmal kaufen würde. Mich interessiert, welche Probleme hattet ihr denn mit dem Drucker? Seid ihr mit diesem Genius zufrieden? Dann schreibt es doch unten in die Kommentare rein und teilt eure Erfahrungen vor allen Dingen mit den anderen Zuschauern, die dieses Video sehen und sich vielleicht einen Einblick in diesen Drucker verschaffen wollen, um eine Kaufentscheidung treffen zu können oder nicht. Negatives wie Positives, legt es unten in die Kommentare rein. Ich würde mich darüber freuen und ich bin mir ganz sicher, jeder andere, der dieses Video sieht, auch. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Möchtest du mich wiedersehen, klicke auf Abonnieren und dann auf die Glocke, um keine weiteren oder keine neueren Videos von mir zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche dir bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Drucken. Ciao!